Zuerst mal ein großes Dank an Concerto Köln mit den beiden Solisten Clara Blessing und Mayumi Hirasaki für den Werken von Bach und Vivaldi. Schön. Ein herzliches Willkommen jetzt von meiner Seite, Laurens Langefurt, Intendant der Kölner Philharmonie, hier in der Kölner Philharmonie auf einem besonderen Konzert, ein Benefizkonzert, die vier Orchester dieser Stadt eingerichtet haben für die Künstler, der Musiker, der freie Szene von Köln. Sie wissen alle, wir haben einen ersten Lockdown erleben müssen von März bis Juni. Und wir sind im Juni wieder angefangen, Konzerte zu geben und mit natürlich eine kleine Pause für den Ferien. Danach, ab September, August, September, wieder mit vielen Energien hier fast täglich wieder Konzerte einzurichten in der Kölner Philharmonie. In diesen ersten Lockdown-Periode haben wir natürlich schon gemerkt, wie groß die Schwierigkeiten gewesen sind, für nicht nur die Instituten, sondern genau auch die freiberuflichen Musiker, um überhaupt den Kopf über dem Wasser zu halten. Es sind natürlich Notprogramme eingerichtet, aber Sie können sich nicht verstehen, wie groß die Not wirklich ist. Ein Musiker, ein Künstler braucht einen Kontakt mit seinem Publikum, braucht das Auftreten. Und irgendwo eingeschlossen zu werden, ist nicht, warum er Musiker oder Künstler ist. Als jetzt den zweiten Lockdown kam, trifft uns das natürlich auch einen großen Schlag. Erstens, ein Kölner Philharmonie muss natürlich immer gefüllt werden mit Musik. Und die Tatsache, dass wir heute ein ausverkauftes Haus haben, dafür ich Sie herzlich danke, wiewohl Sie sehen, dass so viele Plätze frei sind, ist natürlich nicht etwas, was Spaß macht. Wir sind schon froh, dass wir in diesen Zeiten Konzerte haben organisieren können, erst mit 1000 Personen und später dann mit 250. Und die Tatsache, dass es jetzt vorerst mal im Monat November überhaupt nicht stattfinden darf mit Publikum in diesem Raum, ist eigentlich eine Beleidigung für uns als Künstler oder diejenigen, die diese Kunst machen. Und ich glaube auch, Sie wissen alle, dass Sie gerne Musik haben. Sie wissen auch alle, dass Musik und Kunst einfach ein Teil von unseres Gesellschaftslebens ist. Es muss stattfinden. Und sicherlich wird die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder ihre Gründe haben, um diesen Lockdown auf eine derartige rigoröse Weise zu haben, wo man immer noch fragen kann, ob es nicht drakonisch genug ist. Aber diesen Grund werden wir heute hier nicht diskutieren. Ich bin sehr glücklich, dass wir als Kölner Philharmonie mit zwei Hausorchester plus zwei wichtigen Ensemblen dieser Stadt wirklich in einigen Stunden ein Konzert zusammenstellen könnten, wo Sie jetzt heute anwesend sind, um einfach unseren Signal zu setzen. Das ist vielleicht das letzte Konzert vor einer Periode, wo keine Konzerte stattfinden. Aber vor allem, das ist ein Konzert zur Unterstützung von freiberufliche Musiker, die freie Szene Kölns und vor allem auch, um nochmal deutlich zu machen, mit welchen Schwierigkeiten diese Musiker zu kämpfen haben. Ich danke natürlich herzlich die Kollegen und Kolleginnen vom Gürzenich-Orchester Köln mit François-Xavier Roth, von WDR-Symphonieorchester Köln mit Christian Macellaru, die Musiker und Musikerinnen von Concerto Köln und die beiden Musikerinnen von Musikfabrik, die stellvertretend natürlich für das ganze Ensemble heute hier auftreten werden. Und ich sehe, dass die Hygienemaßnahmen, die Sie dann jetzt auch mal live miterlebt haben und auch für Video festgelegt wurden, fertig sind. Und deswegen ist es jetzt eine große Freude, um die Geigerinnen Sarah Kubarski und Hanna Weirich anzukündigen in Luigi Nonos Heike Kamina.
Vielen Dank, Gürzenik Orchester Köln und François-Xavier Roth. Und herzlich willkommen, Christian Macellaro. Es ist erst 4 Jahren her, dass es auch mal vorgekommen ist, und zwar anlässlich 30 Jahre Kölner Philharmonie, dass beide feste Orchester, also WDR Symphonieorchester und das Gürzenich-Orchester, diese Bühne in ein Konzert geteilt haben und nicht so wie heute eins nach dem anderen, sondern beide gleichzeitig. Du warst dabei, François-Xavier. Ja, super Erinnerung, Lawrence. War es ein toller Abend. Für heute sind wir von einem anderen Grund hier beieinander gekommen und ich möchte Ihnen beide herzlich danken, dass die Initiative mit den beiden Chefdirigenten auch hatte Platz finden können, und bin sehr froh, dass wir hier heute sind. Freie Szene ist sehr... Die Freie Szene Kölns geht uns alle ans Herz. Ja, also zum Ersten muss ich sagen, dass Laurenz, dank deiner Philharmonie und deiner unglaublichen Mannschaft ist es wirklich heute Abend ein alter Traum. Und kann man auch sagen, dass durch diese schreckliche Krise, diese Corona, man kann auch etwas erfinden. Und das ist wirklich, was ist heute Abend. Heute Abend können wir erleben in einem gleichen Abend, in einem gleichen Konzert, alle, was macht Köln in Musik. Und das ist für mich so eine Freude, teilzunehmen, dieses Konzept, weil wir wissen, und vielleicht zeigen wir nicht genug, was wir sind musikalisch. Und heute zeigen wir das sehr, sehr deutlich. Also nicht nur unsere beiden Orchester mit Christian und seine wunderschöne WDR-Sinfonieorchester, aber auch natürlich Musikfabrik, diese unglaubliche Concerto Köln. Also das macht wirklich, was wir musikalisch hier in Köln sind. Und können wir stolz sein über das, oder? Und ist es keine Normalabend, natürlich, habt ihr das schon gemerkt. Man spielt normalerweise nicht diese Finale von 15 Sinfonie. Das macht keinen Sinn. Es kommt nach 3 verschiedene Sätze. Aber man wollte auch durch diese Beethovens Musik natürlich auch schon sagen, dass 2020 ist sein Jahr. Er hat leider mit Corona zu tun. Aber das ist auch diese Musik, das ist wirklich ein Fluss, ein Schwung von Freiheit, von was wir wollen, Musiker heute. Und ja, ich denke an alle die freien Musiker heute. Bin ich sehr glücklich, ich bin Kapellmeister dieses Orchesters und auch ich habe ein Orchester gegründet, der ist total frei, Les Siècles in Frankreich. Und ich denke an alle die Musiker und auch diese Leute, die für uns arbeiten. Auch du, Christian, du bist auch Dirigent von einem subventionierten Symphonieorchester, du hast auch Erfahrung in freien Musikern und eigenes Orchester. Good evening, first of all. Welcome. I'm so happy that we can collaborate on this project together to show, as you said, the wonderful wealth and the wonderful depth of the talent that we have here in Cologne. Of course, we are so happy to be able to partner together and to enjoy the music that each other creates. And this is a very special moment. It's a very special moment for me as well, because music speaks of intimacy. Music speaks of connection. And I think we all miss this. And I am so happy to see you here. And it's this connection and this intimacy that I think we all miss is the reason why you are here, and it's the reason why we exist. Is because art addresses an issue in society that nothing else can. And it's not that we don't have words, but music speaks so much better than words.
And I know that you feel this, which is why you are here. So we thank you for your support. And we wanted to be able to create this concert together to bring a spotlight into who we are, into what our society can be, and into what we thrive together to create a better life for all of us. So I'm so happy to see you here. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir sind heute eine Benefizveranstaltung, ein Benefizkonzert. Es ist nicht nur den Erlös von den Karten, die Sie gekauft haben, sondern wir haben auch direkt ein Solidaritätsticket verfügbar gestellt und Gott sei Dank schon viel mehr Leute, die wir heute hier sind, haben auf diese Möglichkeit gehabt und auch genommen, uns Geld zu überweisen, durch das Solidaritätsticket zu kaufen. Dafür können Sie gerne einen Applaus geben. Die Gelder gehen dann zu dem Kölner Kulturrat, die für diesen Notfall eine Kulturhilfe gestartet sind. Und wir werden zusammen mit den Mitgliedern von der Kölner Kulturrat und unserem Orchester hier und der Kölner Philharmonie bestimmen, welche Projekte dadurch ein extra Geld haben können, damit auch die Musik in dieser Stadt weitergeht. Ja. Und selbstverständlich haben auch diejenigen, die jetzt vor ihrem Computer sitzen oder vor dem Fernsehen sitzen und dies anhören, auch die Möglichkeit, um zu überweisen auf diese Girokonto. Es kommt später nach dieser Sendung auch im Bilde. Und wir hoffen natürlich, dass noch viel, viel Geld auf dieses Konto zufließen wird. Und ich möchte natürlich nicht eine Art Verabschiedung geben von wir sind jetzt im November weg, weiten von das. Unsere beiden Orchester werden weiterarbeiten hier auf der Bühne. Sie werden Konzerte ohne Publikum veranstalten, die Sie natürlich auf den diversen Plattformen sehen können. Und wir hoffen, dass wir bald ein gemeinsames Plattform anbieten können, wo Sie genau wissen können, was in der Kölner Philharmonie gespielt wird, sodass Sie auch in diesem Monat November mit Musik und ich hoffe in guter Gesundheit weiterkommen. Und schließlich, ich hoffe natürlich, wir treffen uns allen hier am 1. Dezember wieder. Ich hoffe es sehr, sehr stark und feurig. Und ich glaube, mit mir Christian Macellario und François-Xavier Roth und sicherlich Sie allen auch. Lasst uns hoffen, nicht nur Weihnachten muss verloren gehen, das sicherlich nicht, aber die Kunst vor allem überhaupt nicht. Dafür sind wir stark, zusammen. Und dann geht das Programm jetzt weiter mit Rebecca Saunders, Hauch, gespielt von Hannah Weyreich.